Schönen guten Morgen. Ja, was heißt guten Morgen? 7 Stunden Arbeit sind erledigt, jetzt mache ich eine Mittagspause. Zum einen, weil ich einen Verdampfer kaufen muss, der meine gekokelt ein bisschen, obwohl er jetzt erst seit 2 Wochen drin war. Normalerweise halten die Dinger ein bisschen länger. Egal, wahrscheinlich irgendwann mal zu heiß oder zu trocken gedampft. Und dann habe ich noch ein weiteres Problem, und zwar das Wasserbett ist kalt. Die Heizung hat einen Geist aufgegeben, und jetzt habe ich geguckt, neu kosten die Dinger so um die 100 bis 150 Euro. Aber es gibt ja eBay Kleinanzeigen, und bei eBay Kleinanzeigen hat eine nahezu dieselben, also es ist eine andere Marke, aber optisch sieht das, was sie eingestellt hat, 1:1 exakt aus wie das, was derzeit verbaut ist oder im Original verbaut war. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendein asiatischer Hersteller ist, der für verschiedene Firmen das Ding unter verschiedenen Namen anbietet, wie es halt so oft ist. Jedenfalls, die verkauft 2 Stück aus ihrem Wasserbett, das sie abgebaut hat, weil sie es aus Gründen nicht mehr nutzen möchte. Die verkauft 2 Stück davon für 30 Euro und 15 Euro pro Heizung, das ist ein Deal. Den nehme ich. Werde bei der Dame natürlich nicht filmen, aber ein bisschen Motovloggen. Ich habe das Motovlog-Setup mal wieder ausgepackt, und der Weg nach Mühldorf zum E-Zigarettenladen, da werden wir mal probieren, wie das mit dem Headset funktioniert, ob da am Helm noch alles in Ordnung ist oder ob wir da nochmal nachbessern müssen, weil die Saison fängt ja jetzt dann langsam sich hier wieder an. Und da möchte ich dann auch den einen oder anderen Motovlog wieder machen. Ja, und wenn ich dann wieder zu Hause bin, geht's kurz mit der Kira eine kleine Runde. Dann hoffentlich, wenn ich die Heizung habe, schmeiße ich die Wasserbettheizung wieder unter die Matratze, damit es heute Abend hoffentlich wieder warm ist oder wärmer ist, weil heute das war schon sehr frostig. Und dann setzen wir uns noch mal ganz kurz an den Rechner und machen ein bisschen weiter. Haare lasse ich, wie sie sind, weil jetzt mit dem Helm ist eh alles kaputt. Gut, bis gleich. Ich habe noch was vergessen. Kleinigkeit habe ich noch vergessen. Ein Schreiben mitbringen für die Cornelia. Deswegen fahre ich eigentlich raus. Und gerade das Schreiben habe ich natürlich jetzt liegen lassen. Irgendwie typisch für mich. Okay, aber was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen. Der Spruch ist totaler Blödsinn. Ansonsten könnte ich ohne zu trainieren, ohne Probleme einen Marathon laufen. Das garantiere ich euch. Okay, aber jetzt. Schudele. Ganz gespannt heute. Soll es das erste Mal 10 Grad Fluss kriegen. Was natürlich jetzt zum Motorradfahren eine absolute hammermäßige, eine absolut hammermäßig tolle Geschichte da. Da war schon ganz brav die Handschuhe, die ich gestern besorgt habe, angezogen. Das sind aber Sommerhandschuhe. Also so ein bisschen. Ein bisschen frischer als die dick gepolsterten, die ich die letzte Zeit jetzt immer anhatte. Aber man will ja nicht frieren. Vorradfahren im Tunnel ist immer besonders geil, weil der Klang so krass ist. Ja. Noch schnell eine kleine Fehlzündung hinterher gehabt. Ja, ganz erwachsen heute. Eben hat einer hinten bei mir gedrängelt, dass ich meine, der schiebt mich an. Und dann haben wir wieder ein paar richtig langsame. Sagt man nicht immer, das schöne Wetter treibt Idioten raus, aber gut, mich hat es ja auch rausgetrieben. So, dort sind wir. Hier geht übrigens, bis hierhin geht dann übrigens zukünftig die Autobahn, auf die wir uns alle schon sehr freuen. Weil die Strecke dazwischen, da wo jetzt gerade eben auch die Handwerker da waren, also die Straßenarbeiten, die ist halt echt unter aller Kanone, die ist so schlecht beieinander. Die wurde zwar schon öfters saniert, aber irgendwie alle paar Jahre ist da wieder alles beim Teufel. Mit dem Koffer ist das Absteigen direkt schwer geworden. Welch ein alter Mann bin. So, jetzt machen wir da mal aus. Mafioso, Kung Fu! Ah!
So. Schauen wir mal, was hier der Akku sagt. Der sollte jetzt eigentlich voll sein mittlerweile. So, dann starten wir wieder TomTom. Okay. Schon kann es losgehen. So, von der Größe her ist es ja wirklich kleiner als so ein Rückspiegel. Das wäre also eigentlich ganz cool. Dann machen wir noch die Fernbedienung an. Die Kamera läuft. Akku, ja, man wird schon wieder schwach. Aber viel filmen muss ich jetzt ja eh nicht mehr. Das Wichtigste, was das Navi betrifft, ist erledigt. Auto fahre ich da immer nicht runter, weil man da nicht so um die Kurve kommt. Aber mit dem Motorrad kommen wir ganz leicht rum. So ein kleines bisschen kürzer hier. Ich versuche jetzt mal noch rauszufinden, wie ich auf dem Bio ein Update machen kann, also nicht ein Karten-Update, die Karten sind ja in der zugehörigen TomTom-App frisch geladen worden, aber vielleicht die Software, die selber auf dem Navigationsbildschirm drauf ist, wird man ja bestimmt auch aktualisieren können. Und dann überlege ich mir noch was, wie ich die Halterung verbessern kann für mich, beziehungsweise schaue, dass ich da was mit dem 3D-Drucker bewerkstelligen kann. Und dann war das für 60 Euro ein Mega-Schnäppchen, möchte ich behaupten. Gut ist und bleibt ein Luxusding, weil man braucht ja nicht unbedingt ein Navigationssystem auf dem Motorrad. Aber ganz ehrlich, dadurch, dass ich ja fast ausschließlich Motorrad fahre, bin ich auch ganz oft mal unterwegs, wo ich dann was einkaufe oder ich von eBay Kleinanzeigen was hole und Konsorten. Also ich habe ganz oft mal, dass ich irgendwo hinfahren muss mit einer Adresse. Das habe ich jetzt immer mit Google Maps gemacht und dann halt nur mit dem Knopf im Ohr gefahren. Aber das macht es vom Motorrad, macht das Ganze nicht leichter. Also wenn man gar keine Möglichkeit hat, mal im Display schnell zu sehen, was er meint, wenn er sagt, die nächste rechts. Also man hat es ja oft, dass man dann sieht. Er sagt, man soll es dann da vorne rechts abbiegen. Und dann ist man sich nicht sicher, meint er den Pfad, der da rechts reingeht oder eine Kreuzung weiter vorne. Und also der Blick aufs Display ist halt oft so, bevor ich lange nachdenke, kurz hingucken und ach nö, dauert schon noch ein bisschen. Auch Meterangaben. Ich meine, wenn er sagt, in 10 oder 20 Metern rechts, gut, das kann ich abschätzen, aber so Strecken wie in 2, irgendwas Kilometern rechts, ist halt nicht ganz so easy. Von daher freut es mich unheimlich. Seht schon, ich lege mir das gerade so ein bisschen zurecht, wie ich es brauche. So, heute fahren wir mal eine andere Strecke zurück. Das ist sogar eine Strecke, die er mir empfiehlt. Auch interessant. Dampf ist wieder aufgefüllt, Liquid ist da und angemischt. Die Nickshots brauche ich noch nicht, die hebe ich mal nur auf. Das Liquid schmeckt auch ohne ganz gut. Jetzt geht es nochmal für mich an die Arbeit, dann das Video von heute noch fertig schneiden und mit dem kleinen Navi, was ich da besorgt habe, das ist es wert, dass ich die nächsten Tage nochmal separat ein kleines Video zu aufnehme. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao.